So, ich brauche zunächst. Was brauche ich denn? Ich brauche erstmal einen Filter. Ich muss doch noch einen Filter haben. Das ist doch nicht mehr möglich, oder was? Wie mache ich die denn noch? Gold, Kolben. Ja. Red Doped Waffe. Waffe hatte ich hier noch drin, das normale. Das ist das hier. Nee, da ist echt kein Filter mehr drin. Ich bin erstaunt. Wenn einer noch weiß, ob ich noch irgendwo Filter habe, brüllt mal, wo ich die hingepackt habe. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müssten noch welche da sein. Egal, gut. Wir werden erstmal Red Dope Waffe herstellen müssen. Was ja nicht das Problem ist. Das sind vier Redstone und ein Silicon Waffe. Das haben wir alles. Hier müsste noch ein bisschen Zeug. Nee, das ist der falsche. Ah, jetzt glaube ich, weiß ich, was das eben gerade war, was da ankam. Das musste ein Saphir gewesen sein. Gut. Wir brauchen erstmal. So, dann möchte ich jetzt 8 Stück davon rein haben. Machen wir uns dann mal welche fertig. Die schmeißen wir alle rein. Und dann brauche ich ein Stück Kohle, was ich natürlich jetzt wieder unten liegen habe. Nein, halt, ich habe hier noch was drin, meine ich. Jawohl, ich wusste, ich habe noch was. Das schmeißen wir dazu. Nein, das schmeißen wir dazu. Und dann baut er uns das Zeug jetzt fertig. Dann müssten wir nachher noch ein bisschen Redstone über haben. So, was brauchen wir denn noch dafür? Einen Kolben habe ich da noch welche von. Hier sind keine, aber ich meine eben hier noch welche gesehen zu haben. Jawohl, da haben wir sie. So, als nächstes brauche ich dann noch ein bisschen Gold. Gold haben wir auch zuhauf. So, das soll heißen, Kolben in der Mitte, links und rechts das Gold. Wie ging das weiter? Pflastersteine, 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 alles klar, haben wir keine Probleme mit. Und unten den Red Dwarf Waffer, der jetzt hier eigentlich schon fertig sein müsste. Sehr schön, sehr schön. So, da haben wir den Filter, da haben wir einen mehr, brauche ich auch nicht, denke ich. So, soll heißen, ich brauche erstmal. Ihn brauche ich erstmal. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Da kommt er hin. Obendrauf muss jetzt der alte Filter. So sieht das falsch aus. Soll heißen, ich muss hier einen Pflasterstein wieder unterlegen, damit ich hoch genug komme. Und dann. Ja, jetzt muss ich hier über mir noch das Ding rausruppen. Sonst komme ich da nämlich nicht hin. So sieht das doch eher nach was aus. Gut, dann können wir den Pflasterstein hier oben auch gleich wieder reinpacken. Jetzt müssten wir den nur noch fix programmieren, was auch nicht das Problem ist. Da kommt einer hier rein, einer kommt hier rein und einer muss da vorne denn rein. Und dann leitet er uns das ganze Zeug schon mal um, wie wir das brauchen. So, wo habe ich das Zeug? Da habe ich das Zeug. So, jetzt müsste er mir das eigentlich alles dahin packen, wo ich das brauchen kann. So, ist er jetzt hier fertig, oder? Ja, er ist fertig, sehr schön. Soll heißen, das Ding kann erstmal raus und wir können ihn hier wegruppen. So, und diese ganze Ansteuerung, die werden wir auch mal abbauen. Hat er nichts zu tun? Ach nee, er hat nichts zu tun, weil ich ihn abgeschaltet habe. Soll heißen, ich kann ihn jetzt wieder anschalten, die Truhe oben, weil ich jetzt die Ansteuerung für den. Weil ich jetzt den Filter gerade programmiert habe. Und es ist Nacht. Also gut, der läuft wieder, alles klar. Da hat sich auch nichts drin gesammelt in der tollen Truhe, weil genau zu dem Punkt wurde Nacht. So, jetzt möchte ich eigentlich nochmal Edelstein und inklusive Diamanten. Da möchte ich jetzt die UU-Meter möchte ich da mit drinne haben. Das müsste er hier sein, jawohl. Die ist nämlich wertvoll genug, dass sie da rein kann. So, als nächstes müssten wir zusehen, dass ich immer nicht so ins Mikro spuck. Das ist suboptimal, habe ich mir mal irgendwann sagen lassen. Suboptimal ist mein neues Lieblingswort. Naja, fast.
So, hier haben wir noch ein bisschen was drin. Was als nächstes am besten tun? Ich würde sagen, wir setzen mal den anderen hier. Wir setzen jetzt den Mass Fabricator. Dann müssen wir da nämlich gleich mal gucken, dass wir das irgendwie alles angesteuert bekommen. Hier muss erstmal Steingedöns rein, damit ich das Ding setzen kann. Und dann muss das Steingedöns gleich wieder raus. So, das heißt, er kriegt schon mal Saft. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Da muss das. Der kriegt Strom. Und ich muss ihn raus, ihn raus, ihn raus. Das Kupfer nehmen wir auch auf jeden Fall raus. Und das muss auch alles mal weg hier. Kupfer, immer her damit. Immer her mit dem Kupfer. Kupfer kann man auch wie Eisen und eigentlich alles andere nie genug haben. Wir sind ja so ein bisschen so ein Materialmessi hier, ne? Das ist ja... Da soll der nicht hin, da soll der hin. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder rausbauen, weil ich mich hier, schlau wie ich bin, gerade gut eingebaut habe. So, als nächstes hätte ich jetzt gerne diesen ganzen Blödsinn, hätte ich jetzt hier gerne erstmal raus. Da habe ich jetzt ein bisschen was dabei, das können wir eigentlich gleich mal... Ich muss erstmal ein bisschen was an Kram loswerden. Hier, Sekunde. Mal sehen, was können wir denn erstmal alles nicht dabei haben? Was brauchen wir denn erstmal nicht? Den brauchen wir nicht mehr. Die Scrap-Dinger will ich nach unten haben in unser Lager. Das müsste gleich eigentlich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Copper Dust und Tin Dust, den müssen wir gleich woanders reinpacken. Was Dummes, den anderen Kram brauche ich fast komplett. Halt, bis auf das Kupfer. Das kann weg. So. Wird schon wieder Tag? Kommt da schon wieder was runter? Ja, da kommen die ersten Blöcke. Sehr schön. So muss das sein. Was wir hier an Lava haben, das ist einfach herrlich. Was sagt unsere Anzeige hier? 44. Das reicht noch eine Weile. So, hier hätte ich demnächst dann auch mal wieder gerne ein bisschen Glas drüber, damit wir das alles so ein bisschen sehen können. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja. Eigentlich... Kupferdust? Habe ich den hier nicht mit drin? Sekunde, ich muss mal eben was gucken hier. Jetzt hier am dümmsten hin, da. Gold und Iron. Ach ja, stimmt, da war ja was. So, Copper Dust und Zinn soll da jetzt bitte mit reingehen immer. Ja, es läuft wie es soll, alles sehr schön. Soll heißen, ich kann das jetzt hier erstmal unterbringen, wieder alles drinne. So, sehr schön. Das läuft. Gut. Dann wollen wir mal zusehen. Das hier können wir eigentlich... Das Fässchen, das können wir eigentlich erstmal lassen. Quasi als Zwischenspeicher. Er kann auch weg hier. So, jetzt kommen wir hier wieder hoch. Und er kann weg. Das Fässchen, das ist kein Zwischenspeicher, was ich gerade erzählt habe. Das ist ein... Na, das ist erstmal nur ein Fässchen, was hier in der Gegend rumsteht und die Dinger drin behält, die wir jetzt gerade nicht brauchen können. Zwischenspeicher wäre ja ganz was anderes. Theoretisch würde ich jetzt hier ganz gerne erstmal mit Glas auskleiden, damit ich hier nicht gleich immer reinfall, wenn ich mal langkomme. Das werde ich jetzt auch erstmal machen. Ich merke schon, an den Maschinen gibt es immer irgendwas zu schrauben. So, haben wir noch Glas. Wir haben noch Glas. Sehr schön. Gut. Brauche ich irgendwas von dem Mist hier gerade nicht? Nein, ich brauche alles. Wie mir scheint. So, jetzt mache ich aber erstmal unten dicht, das Ding. Da muss auch irgendwann mal eine Tür rein, wenn wir hier runtergehen. So, wo ist das Glas? Da ist das Glas. Ich glaube, wir brauchen den Generator doch nicht. Er zittert hier gerade fröhlich vor sich hin. Das heißt, er ist nicht voll ausgelastet. Das wollte ich eigentlich damit erreichen. Lassen wir den Generator erstmal auf der Wartebank.
Vielleicht brauchen wir ihn ja gar nicht mehr. Hat er nichts mehr zu tun hier? Kommt da nichts? Moment mal, ich brauche Kies. Der Kies muss ja auch noch rein, ganz dringend. Sonst haben wir nämlich viel zu viel. So. Machen wir das mal eben so. Dann haben wir das. So, jetzt fängt er auch an, den Kies mit zu verarbeiten. Das müsste eigentlich funktionieren, alles ganz gut. Jawohl. Alles klar. So, als nächstes werden wir mal zusehen, dass wir hinten den anderen Mist jetzt angesteuert bekommen. Das soll heißen, ich muss ihn weghaben und ihn weghaben. Und ich brauche ein hölzernes Transportrohr. Und hier läuft schon gut was rein. Das ist sehr schön. So, soll heißen, wir packen ein hölzernes hier hin und wir gehen rüber bis dort. Das soll heißen, wir brauchen die steinernen Transportröhren. Und gehen dann hier unten schön irgendwie lang. Und dann hätte ich jetzt gerne das pulsierende Eiserne, hätte ich jetzt gerne mal hier dran. Und das normale Eiserne habe ich hier, damit ich die Ansteuerung wieder hinbekomme. So, haben wir das. Jetzt brauche ich noch rotes Rohrkabel, um den ganzen Mist wieder untereinander zu verbinden. So, ist er jetzt hier, hat er jetzt angekriegt? Jawohl, er hat angekriegt. Du bitte, wenn Redpipe-Signal on, fängst du an mit Energy Pulser. Und du bitte gibst raus, wenn kein No Amplifier, gibst du Redpipe-Signal raus. Alles klar. So, er fängt jetzt an zu pulsen und sobald er was drin ist, hört er auf. Alles klar, das funktioniert. So, jetzt haben wir hier auch das mit dem Holz, haben wir jetzt auch so ein bisschen unterbrochen. Das heißt, wir könnten ihn eigentlich wieder anfangen lassen zu pulsen. Ich möchte aber noch ein bisschen was umgestellt haben. Und zwar möchte ich... Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Solange er... Egal, das Ding mache ich erstmal dicht. Beziehungsweise, warum läuft der eigentlich noch? Der hat doch schon längst... Weil Amplifier, alles klar. Das heißt, wir müssen ihn erstmal einmal einschalten. Und dann wieder ausschalten. Und dann müsste jetzt er eigentlich einmal kurz anspringen. Weil er jetzt Amplifier hat und... Jetzt müsste er ehrlich aufhören zu pumpen. No Amplifier, Red Pipe. Du hast doch einen Amplifier. Machen wir das mal anders. Inventory empty. Machen wir das mal so. Das ist wesentlich einfacher gerade für mich. Machen wir das mal hier dicht. Ich habe keinen Stein mehr. Immer noch die normalen Steine. Da können wir auch noch einen von reinschmeißen. Egal. So, er kriegt jetzt keinen Strom mehr. Und wir können ihn einschalten und dann können wir nachher nochmal los und noch ein bisschen Holz besorgen. Ihn können wir eigentlich auch ausschalten. Ach, sieh an. Weil er das Red... Ach du Schreck. Ja, wie machen wir das? Ich möchte von ihm auch noch bitte, dass er, wenn Inventory empty, gib mir mal bitte noch ein Redstone-Signal raus. Und das ist hier gerade ein bisschen doof, weil jedes Mal, wenn er pulst, schaltet er ihn hier kurzfristig ab. Was aber auch nicht das Problem ist, er ist nur ein bisschen langsamer, er kriegt eh nicht so viel Strom, dass sich das groß lohnen würde, das zu ändern. So gesehen ist mir das jetzt fast egal. Da kommt jetzt immer noch ein bisschen was an von dem Mistzeug hier. Die Frage ist, verbraucht er mehr, als er kriegt, oder kriegt er mehr, als er verbraucht? Er kann nichts rausziehen. Warum kann er nichts rausziehen?